Rose Fröhlich, echter Patientenfall, alternative Verkuchung. Gibt es eine? Ihr Lieben, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr eine Idee habt, wenn es Kuchen gibt, sei es, dass ihr ihn selber gemacht habt, sei es, dass ihr eingeladen seid, sei es, dass ihr ihn jemand mitbringt oder im Restaurant oder im Café oder na, überall, wo es Kuchen gibt, Feierlichkeiten, Veranstaltungen. Welche Alternative gibt es überhaupt für Kuchen? Schreibt mir einfach mal in die Kommentare. So, ihr Lieben, ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung und eigener Praxis. Ich hatte eine Patientin in der Beratung, die sehr gerne Kuchen gegessen hat und die Fragestellung hatte, gibt es überhaupt eine Alternative für Torte oder für Kuchen? Ja. So, dann haben wir uns hingesetzt und haben angeguckt, wann isst sie die überhaupt. Also, es gibt im ersten Moment die Möglichkeit, dass man bei Kuchen oder Torte schaut, wo ich eine eiweißreiche Quelle zum Beispiel habe. Also wenn es um Gewichtsveränderung geht, sei es Abnahme, Zunahme, dann ist es immer sinnvoll zu versuchen, nicht den Teig, also zu doll die Kohlenhydrate zu haben, sondern zu gucken, wo habe ich einen höheren Anteil an Eiweißquelle. Und die Eiweißquelle ist dann möglich zum Beispiel mit einem Frischkäsekuchen oder mit einem Quarkkuchen zum Beispiel, weil ja häufig nur ein Boden ist und dann habe ich den oberen Teil sozusagen als Eiweißquelle. Natürlich ist die Möglichkeit, wenn ich in einem Café sitze, der eine einen Kuchen möchte, dass der andere sich einfach ein Brötchen bestellt mit Belag obendrauf, was ja nochmal die Alternative wäre mit einem Vollkornbrötchen zum Beispiel. Oder ich hatte letztens einen Patienten, der hat auch gesagt, nee, Kuchen ist nicht so seins. Das Gegenüber hat Kuchen gegessen. Er selber hat sich dann aber für eine Stulle entschieden, also ein Brot, was belegt war mit Hähnchenbrust zum Beispiel. Auch das schöne Alternativen. Manchmal gibt es ja auch die Möglichkeit, gekochtes Ei, Rührei, vielleicht auch Spiegelei zu bestellen, also die Eiweißquelle. Aber das sind ja schon Abwandlungen, die haben dann in dem Moment nichts mehr mit Kuchen zu tun. Aber häufig fehlt einem ja die Idee, wenn man in das Geschäft reingeht und vor Ort überlegt, was esse ich jetzt. Ihr Lieben, wenn ihr Kuchen selber macht, könnt ihr ja Frischkäse, Mascarpone, Mozzarella, Mascarpone, habe ich schon gesagt, genau, Creme Fraiche, Sahne und dann die Frischkäsesorten nutzen, weil die den Eiweißanteil gut liefern. Die Sahne in der Regel ist ja auch ein gewisser Fettanteil. Wenn ich zum Beispiel Sahne kombiniere mit etwas Mascarpone zum Beispiel zusammen, dann habe ich auch einen höheren Eiweißanteil. Der Fettanteil, ganz wichtig, macht keine Blutzuckerveränderung, also keine Veränderung an der Bauchspeicheldrüse. Und in dem Moment kann ich bei Kuchen tatsächlich wählen in Richtung Eiweißquelle. Natürlich kann ich auch Eiweißquelle mit ein bisschen Früchte kombinieren. Und was auch ganz viele Patienten immer mal wieder machen, dass sie zum Beispiel, wenn sie selber den Kuchen herstellen, gar keinen Boden mehr machen, sondern einfach nur die Frischkäsecreme oder zum Beispiel die Mascarpone-Creme oder kombiniert oder die Quarkcreme, weil an der Stelle viele sagen, ja, ich kann auch die Kohlenhydrate weglassen, ich brauche die nicht. Ist ja auch ein bisschen Geschmacksrichtung. Das ist aber nur die Struktur, wenn ich es selber mache. Wenn ich Kuchen backe und ich möchte gerne die Teigstruktur haben, dann ist es so, dass man gucken kann, dass ich vielleicht nur einen Boden nehme und nicht wie hier zwei Böden. Funktioniert aber auch nur, wenn ich selber die Zubereitung vom Kuchen mache. So, ihr Lieben, jetzt habt ihr ein bisschen Alternative. Wie ihr seht, Kuchen ist Kuchen, Kuchen bleibt Kuchen. Übrigens, alle, die Wochenende frei haben und montags wieder arbeiten gehen, mir ist immer aufgefallen, dass am Montag es unheimlich viel Kuchen an den Arbeitsplätzen geht, weil das Mitgenommene vom Wochenende, ne, wenn da Feierlichkeiten war, oh, was machen wir damit? Oh, nehme ich mit zur Arbeit. Also manchmal essen wir es auch, weil es einfach da ist. Ihr Lieben, genießt es, wenn ihr ihn so mögt, wie er ist. Genießt ihn für ein Stück Kuchen übrigens, für das hier, ist ja jetzt nur eine Dosenattrappe, aber finde ich sehr gut gelungen, müsst ihr ungefähr 2 Stunden, 2,5 Stunden euch bewegen. Wenn ich die Frischkäsecreme habe und weniger Teig, dann ist es sozusagen etwas weniger und ich habe die Eiweißquelle für den Muskelzellaufbau. So, ich sage erstmal ganz lieben Dank, ihr Lieben, und ja, habt einen schönen Tag.